Grüß Gott, Dekan Ingo Kubach vom katholischen Dekanat Hohenlohe. Als Pfarrer und als Dekan spricht man immer wieder von Versuchungen. Eine Versuchung, die wahrscheinlich dieses Wochenende lauert, ist, einander zu nahe zu kommen oder Menschen besuchen zu wollen. Sie alle wissen um die Gefahr, die von Corona ausgeht. Vergessen wir die auch nicht bei diesem herrlichen Osterwetter. Einander winken ist nicht verboten. So wünsche ich Ihnen frohe und gesegnete Osterfeiertage. Das Osterfest ist ein Fest, in dem wir in den vergangenen Jahren die sozialen Kontakte besonders genossen haben. Hier in den Kirchen, in den Gottesdiensten, aber auch in den familiären Feiern und Ausflügen. In diesem Jahr muss das alles eingeschränkt bleiben. Das ist schade. Aber ich bin sicher, dass Sie trotz aller Einschränkungen das Leben in seiner ganzen Fülle entdecken werden und vielleicht gerade in der Zeit der Einschränkungen neue Lebenswerte finden. Das wäre schön und vielleicht können Sie mir dann davon erzählen. Seien Sie behütet und bleiben Sie gesund. Herzlich grüße ich Sie und wünsche Ihnen frohe Ostern, gesegnete Ostern, Kali Anastasi. Leider werden wir in diesem Jahr keine wunderbaren Gottesdienste miteinander feiern. Aber beten wir in unseren Häusern zusammen mit dem einsamen Christus am Ölberg, bringen auch wir ein kleines Opfer, damit sich niemand wegen uns ansteckt und möglicherweise sogar stirbt. Denn wir wollen an Ostern alle grüßen. Christos Anesti, Christus ist auferstanden. Mit der Antwort, er ist wahrhaft auferstanden. Alisos Anesti. Grüß Gott, liebe Bürger des Hohenlohe-Kreises. Mein Name ist Friedemann Richard. Ich bin Dekan des Kirchenbezirks zu Köntelsau. Ich grüße Sie alle herzlich in dieser Karwoche und möchte Sie freundlich darauf hinweisen, dass wir in dieser heiligen Zeit zweierlei miteinander bedenken und feiern können. Zum einen wollen wir uns daran erinnern, dass Christus für unsere Schuld und Sünde in den Tod gegangen ist und dann am Ostersonntag freudig auferstanden ist. Das hat zur Folge, dass wir in der Regel im Kreis der Familie und darüber hinaus miteinander feiern. Dieses Jahr soll es allerdings anders sein. Ich möchte Sie freundlich darum bitten, dass Sie die Ostertage so nutzen, dass Sie zu Hause bleiben oder mit Ihrer Familie alleine spazieren gehen oder nach außen, aber Sozialkontakte darüber hinaus nicht aufsuchen, um die Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieser Bitte von uns Folge leisten würden und wünsche Ihnen eine gesegnete Karzeit und frohe Ostern.